Heute wollte ich euch ein paar neue Sachen vorstellen, die ich so die letzte Zeit gemacht habe. Und zwar ist das ein Talerbeutel für ein Mittelalterkostüm. Den habe ich gestrickt und verfilzt. Und dann sind dies hier Gürteltaschen, auch für ein Kostüm, auch Mittelalter, mit einem Ornament. Noch eine andere Tasche. Das wären ein paar neue Vorschläge. Hier nochmal eine Talertasche, auch um an einen Gürtel zu hängen in grün. Dann hätte ich hier noch eine ganz große, auch mit Löchern, wo man das Band einfädeln kann und ein Ornament und dann verfilzt schön ein ganz groß. Ein weiterer Vorschlag ist gerade mit einem Edelweiß. Eine Kosmetiktasche und dazu passend das Sonnenbrillen-Etui oder man kann auch Stifte hineintun, Schminksachen oder auch mal euer Strickzeug, eure Stricknadeln oder Häkelnadeln, wie ihr das möchtet. Dann gibt es auch noch eine Herztasche zum Dirndl, wo man noch einen Namen auf sticken und nähen könnte. Das würde ich dann auch zeigen. Hier ist noch ein anderes Brillenetui mit dem Herz. Das Herz hatte ich euch ja schon gezeigt, wie man das häkelt. Bloß einem Edelweiß, was angehängt wird. Das ist noch eine Tasche mit Blümchen. Also es gibt ganz, ganz viele Modelle und vielleicht sagt ihr mir dann einfach mal, was euch so interessieren würde, was ihr machen möchtet. Neuerdings habe ich dann auch E-Book Taschen, Hüllen gestrickt und verfilzt, die sind auch ganz schön geworden. Hier die Edelweiß-Hausschuhe, nochmal eine Herztasche im Trachtenstyle. Das wären so mal meine neuen Vorschläge und vielleicht gebt ihr mir einfach mal Bescheid, was ich auch vielleicht in der nächsten Zukunft zeigen soll, wie es gemacht wird. Ich danke euch. Tschüss.